Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Heute will ich euch erklären, wie ihr am effektivsten PvP Gear holt und was ihr beachten solltet. Und zwar, also das Allerwichtigste ist, dass ihr bei diesem Händler dieses Gear nicht kauft, weil das kriegt ihr, wenn ihr einfach die PvP-Quest macht, kriegt ihr einfach geschenkt. Das ist also Goldverschwendung. Wichtig ist es auf jeden Fall, dass ihr im PvP, wenn ihr hier unten drauf geht und hier guckt, dann seht ihr hier diese rote Ahornstempel. Die solltet ihr am besten jede Woche komplett freispielen, damit ihr so schnellstmöglichst euer 70er Gear bekommt, weil ihr müsst hier nur diese Stempel sammeln und dann könnt ihr hier die Teile kaufen, wenn ihr halt den entsprechend den Rang habt, weil ihr seht es hier. Ich bin jetzt hier Platin 1 und kann mir sozusagen alles kaufen. Aber ihr könnt es hier nachgucken, bei Stufen, also hier bei Stufeninfo, an welchen Rang ihr braucht, um welches Gear zu kaufen. Und hier seht ihr ab Bronze 2 könnt ihr schon das hier kaufen. Aber das würde ich euch jetzt auch nicht empfehlen zu kaufen, weil sie kosten viel Ahorn-Marken. Und ihr seht hier, ihr könnt, also ich kann jetzt 2900 freispielen, ihr könnt wahrscheinlich so 2600 oder so freispielen, also nicht viel. Und die kosten halt einiges, wenn man jetzt hier mal guckt, hier ein Teil 3000, 5000. Am besten ist es, ihr holt euch hier diesen Gürtel, weil der Gürtel, ihr seht ja, hier ihr braucht Bronze 4. Also könnt ihr ihn ziemlich schnell holen und wenn ihr den hier holt, statt diese zwei Dinger, weil die könnt ihr hier easy, wenn ihr euren Rang hochspielt, und zwar hier Blut im Mondlicht, den könnt ihr auch hochleveln. Und umso höher ihr ihn spielt, könnt ihr aber hier rechts bei dem Händler, könnt ihr hier einfach fortgeschrittene Ausrüstung, da könnt ihr zum Beispiel jetzt auch diese Teile holen, hier von hier die unteren drei Teile. Das sind die ersten Teile, die ihr da bei dem Händler kaufen könnt. Also mit dem niedrigsten Rang, oder was heißt niedrig, ist schon etwas höher, aber da müsst ihr einfach nur spielen und euch hochleveln. Könnt ihr die Teile kaufen und die Marken, die ihr dafür braucht, sind halt die hier, Erlass der Kontinente. Und die kriegt ihr halt viel mehr, viel schneller als die Ahorn-Dinger. Ich sehe es ja allein hier, ich kann 14.000 freispielen, dann gibt es immer noch diese Marken, die ihr einlösen könnt, dann könnt ihr das erhöhen und noch mehr Punkte holen. Deswegen würde ich euch nicht empfehlen, diese drei Dinger hier zu kaufen mit den Ahorn-Dingern, sondern lieber den Gürtel, weil der ist noch höher eingestuft. Oder allgemein halt hier diese Rüstungsteile, bevor ihr die hier holt. Da spart ihr lieber, um schneller höheres Gear zu kriegen. Also ganz wichtig, der rechte Händler, der verkauft euch auch Schmuck. Der ist hier, der dritte Reiter, Wettkampf der Kontinente. Wenn ihr hier drauf geht, das ist zum Beispiel auch hier, das könnt ihr euch direkt auf 60 kaufen. Das ist auch am besten als allererstes von mir aus, oder guckt selber, wie ihr es lieber habt. Aber ich sag euch, das ist im Moment, also in meinem Stand gerade, Max Gear. Also ihr könnt hier den Hals kaufen und es gibt keinen besseren. Genauso mit dem Ring, es gibt keine besseren, es gibt keine 70er Ringe. Deswegen würde ich euch die auch empfehlen, direkt zu kaufen, die sind sehr gut. Es gibt halt nichts besseres. Und die Ohrringe würde ich euch nicht empfehlen, die kauft euch bloß nicht, weil die Ohrringe kriegt sie einfach geschenkt, for free. Also was heißt for free, es dauert schon ein paar Tage, ihr müsst halt ein bisschen spielen, aber wenn ihr hier oben den Battle Pass macht, was hier bei dem Kalender Battle Pass dann, dann seht ihr, hier ist eine Truhe und in dieser Truhe ist dieser 70er Ring drin. Den kriegt ihr einfach geschenkt. Ihr müsst auch nicht mal den Battle Pass kaufen, der ist umsonst. Es gibt zwar den Premium Battle Pass, den müsst ihr euch kaufen, aber da ist halt nur Schund und Skins halt drin. Wenn ihr haben wollt, kauft ihn. Kein Problem, aber hier oben drüber kostenlos, ihr müsst nur hier diese Punkte freispielen. Ich kann jetzt 13 pro Tag freispielen, ihr könnt jetzt 10 wahrscheinlich oder was auch immer. Hier steht auch hier dann die Quest, was ihr machen müsst. Sehr wichtig, dass ihr das jeden Tag macht, dann kriegt ihr einfach
Zack, 70er PvP Ohrring geschenkt. Richtig geil. Deswegen würde ich euch nicht die Ohrringe empfehlen zu kaufen. Ist aber den Hals und die Ringe sehr gut. Es gibt nichts Besseres auf diesem aktuellen Stand, wo ich gerade bin. Und wenn ihr hier euch hoch genug gespielt habt, dann würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr bei dem Händler hingeht, dann fortgeschrittenes Gear, dann würde ich euch empfehlen, als allererstes halt diese drei Teile zu kaufen. Also das ist jetzt Heilerpfad. Ihr könnt es euch aussuchen, ob ihr jetzt... Es gibt halt manche, die machen ein bisschen mehr Defense und manche mehr Schaden. Das müsst ihr euch selber entscheiden, ob ihr mehr Defense, mehr Schaden oder so macht. Ich persönlich gehe auf Full Damage und deswegen habe ich hier jetzt keinen Abwehrpfad drin. Ich habe halt Full Damage reingenommen. Ich finde das persönlich für mich jetzt, also ich bin Badespieler, also ich bin eh sicher als sicher. Ich habe zweimal Eis, alles Mögliche. Da will ich dann richtig schallern. Und am besten ist es auch, wenn ihr hier die Waffe kauft. Die Waffe macht sehr viel Schaden aus. Das ist einer der besten Teile, die man überhaupt holen kann. Leider ist diese Waffe, ihr seht es hier, am 10.14. kann ich die mir hier erst kaufen. Sonst hätte ich sie mir schon längst bei dem Händler links daneben. Da könnt ihr schneller 70er Gear holen, aber dafür braucht ihr halt diese Ahorn-Dinger. Und die Ahorn-Dinger, die kriegt ihr halt hier. Ich krieg jetzt 2900 pro Woche, kann ich ihn freispielen. Und umso niedriger, umso weniger ist es, aber ich kann euch mal zeigen, hier, ich kriege jetzt 2900 und bin hier Platin 1, fast 2, aber es ändert sich nicht. Und auf einer höheren Stufe ändert sich vielleicht noch ein bisschen. Da kannst du vielleicht 3000 holen. Also damit könnt ihr am schnellsten das Gear kaufen. Aber ich würde euch nicht empfehlen, diese drei Dinger hier halt zu kaufen. Die könnt ihr am schnellsten halt beim anderen Händler holen. Und eure Level, dieser Blut im Rotlicht hier, dieses Level, wenn ihr diesen Balken voll macht, sind 8000 Punkte immer. Und jedes Mal, wenn ihr 8000 Punkte macht, habt ihr ein Level. Also wenn ihr in einer Woche 16.000 Punkte macht, habt ihr nächste Woche gleich zwei Level. Okay, wenn ihr 8000 Punkte macht, bekommt ihr immer ein Level. Also wenn ihr 16.000 Punkte macht, habt ihr gleich zwei. Ihr könnt es richtig reinsuchten und direkt das hochpushen, um direkt 70er Gear zu holen. Ihr seht es hier bei den Sockeln. Da würde ich euch auch immer Geschick empfehlen. Hier ist es noch kleiner, weil ab Donnerstag, also ab morgen, habe ich das bessere Teil. Ich habe da den kleinen Sockel drin gelassen, aber ich würde euch hier Geschick empfehlen. Hier habe ich den blauen drin für Crit. Hier auch Pfadwissen. Finde ich jetzt persönlich besser für Schaden und alles. Ja, ich hoffe, ich habe euch weiterhelfen können und ich freue mich auf euren Support, auf ein Like, auf ein Abo und bis zum nächsten Mal. Tschüss!